Hälfte kommen kann. Die Anhängerschaft der Gurus war gezwungen, einen ärztlichen Notdienst einzurichten. 4.500 Ärzte und Psychiater bilden ein Netzwerk von Betreuern, um die aufzufangen, die im Einflussbereich des fernöstlichen Mystizismus ausflippen. Echter Yoga bedeutet das allmähliche Lösen der Seele von ihrer Bindung an die physikalische, sichtbare Welt. Die organischen Funktionen werden zum Stillstand gebracht, das Denken hört auf. Der Geist muss von allen eigenen Gedanken entleert werden. Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, dass es äußerst gefährlich ist, sich durch Meditation in einen Zustand völliger geistiger Leere zu versetzen. Und gerade das ist das letzte Ziel des Yoga. Man hat quasi Tor und Tür für Phänomene geöffnet, über die man keine Kontrolle mehr hat. Beim Yoga handelt es sich keineswegs um eine möglichst vollkommene Atemtechnik. Man lernt vielmehr, das Atmen bis zu einem Minimum zu reduzieren und schließlich anzuhalten. Auch die Bewegungen des Körpers müssen aufhören. Alle Muskeln, alle Nerven sollen völlig entspannt werden und die Körperfunktionen zum Stillstand gelangen. Natürlich kann man einige dieser Hatha-Yoga-Übungen auch als eine Art Gymnastik anwenden. Aber ursprünglich von der Zielsetzung her geht es beim Yoga nicht um Gymnastik. Ich möchte es mit dem Militär vergleichen. Sicher bringt auch der Wehrdienst eine gewisse körperliche Ertüchtigung mit sich. Aber die Intention des Dienstes mit der Waffe ist bestimmt nicht die Gesundheitsfürsorge, sondern Abwehr des Feindes. So ist das Ziel des Yoga, sich selbst zu beseitigen, die Überwindung von Tod und Leben. Ich erhoffte mir eine ganz allgemeine Kräftigung vom Yoga, aber in Wirklichkeit erlebte ich nur eine Bewusstseinsveränderung. Es ist eine Art der Selbsthypnose, die Körper und Geist entschieden schwächt. Doch diese Kraftlosigkeit ließ mich andererseits davor zurückschrecken, mit den Übungen aufzuhören. Die größte Gefahr in der transzendentalen Meditation liegt im Abhängigwerden. Der Effekt ist der gleiche wie bei Drogen. Man möchte nicht mehr auf die faszinierenden Erfahrungen verzichten. Man hat das Empfinden, dass das Leben ohne sie zerstört ist. Es handelt sich in der Tat um einen krankhaften seelischen Rückzug auf sich selbst. Man fürchtet den Kontakt mit der Welt draußen und schafft sich eine eigene innere Welt. Ich wusste, dass ich Shangri-La verlassen sollte. Ich fühlte mich plötzlich alt und schwach, ja dem Tode nahe. Ich fürchtete, meinen Verstand zu verlieren. Doch nachdem ich diese Lebensweise tatsächlich aufgegeben hatte, wurde mir all das geschenkt, was ich in der Meditation vergeblich gesucht hatte. Der Hinduismus war einst eine Religion ausschließlich für Inder. Mit der Übernahme einiger Grundsätze christlicher Missionare, die kulturelle und soziale Reformen in Indien einführten, erhielt der Hinduismus einen radikal missionarischen Akzent. 1966 wurde auf einer internationalen Hindu-Konferenz der Beschluss gefasst, die ganze Welt für den Hinduismus zu gewinnen. Die Gurus wurden zu Pionieren dieses Feldzugs ernannt. Und Millionen ihrer Anhänger im Westen sind nun die ersten westlichen Hindus. Auf der Weltkonferenz des Hinduismus im Jahr 1979 erklärte ein Sprecher, ihre Mission im Westen sei von geradezu fantastischem Erfolg gekrönt. Der Hinduismus befände sich auf dem Weg zur führenden Weltreligion und das Ende des Christentums sei nahe. Auf der TM-Konferenz von 1981 in Indien wurde die Erklärung abgegeben, dass es der wahre Auftrag der TM sei, den weit verbreiteten unguten Geist des Christentums zu überwinden. Die Ansätze dieser Weltkonferenz machen deutlich, dass ihre Ziele prinzipiell antichristlich sind. Sie stehen im krassen Gegensatz zum Christentum. Doch diese Religion, die sich die Beseitigung des Christentums zum Ziel gesetzt hat, findet bei Millionen offene Türen, auch bei solchen, die sich kirchlich engagieren. Sie fallen auf die religiöse Propaganda herein und werden, ohne es zu merken, zu Anhängern der Götter des New Age. Hinter den heutigen aggressiven missionarischen Aktivitäten mit dem Ziel, die Welt zu erobern, steht eine Geheimorganisation, die Vishava Hindu Parishad. Dies ist der internationale hinduistische Missionsrat. In ihrer Verfassung heißt es unter anderem, ein Missionarsorden soll gegründet werden, sowohl für Laien als auch für Eingeweihte, mit der Zielsetzung, dynamischen Hinduismus zu propagieren. Und weiter,
Es sollen Seminare zur Ausbildung solcher Missionare in speziellen Zentren durchgeführt und unterstützt werden. Das Wort Missionare kommt in der Verfassung 7-mal vor und belegt eindeutig, dass es sich hier um eine weltweite Strategie des Hinduismus handelt. Im Vishwa Hindu Parishad Magazin wird sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass die Yogalehrer in allen Teilen der Welt an vorderster Front für den Hinduismus kämpfen. Die Yogalehrer selbst sind sich dessen offensichtlich gar nicht bewusst, aber von den Leitern dieser zentralen Organisation werden sie als solche benutzt. Diese Lehrer sind oftmals selbst getäuscht, hypnotisiert oder einer Art Gehirnwäsche unterzogen worden und erkennen nicht, was mit ihnen geschieht. Premana Yag war Schülerin eines Gurus und während dieser Zeit 10 Jahre lang Yogalehrerin. Yoga-Lehrer sind oft blinde Blindenführer. Sie verstehen selbst nicht, was sie tun. Sie ahnen gar nicht, was sie lehren. Mit den Übungen wird eine Art Seelenfängerei getrieben. Dabei hat man es auf junge Leute abgesehen, auf Studenten, Menschen im In- und Ausland, die das Ganze nicht durchschauen. Heute sehe ich, dass meine Gedankenwelt auf unterschwellige Weise von etwas Fremdem durchdrungen wurde. Mein gesamtes Weltbild veränderte sich. Ich hatte kaum noch moralische Wertvorstellungen, an denen ich mich orientieren konnte. Ich war nah daran, Hindu zu werden. Das Ganze war ein ungeheurer Betrug. Die Vishwa Hindu Parishad-Verschwörung, die die Welt zum Hinduismus bekehren will, hat weltweit ein Netz von New Age-Verbindungen geschaffen. Viele Millionen Anhänger dieser Bewegung arbeiten daran, eine neue Welteinheitsregierung aufzubauen. Die Umdeutung des Yoga im Westen soll die Übernahme einer neuen Weltanschauung vorbereiten. Die ganze New Age-Bewegung erhebt den Anspruch, sie könne Brüderlichkeit, Selbstlosigkeit, guten Willen und Freiheit vermitteln. Es wird verkündet, dass nun die echte Alternative zur Verklemmtheit des Christentums gefunden sei. Yoga gehört zu unserer heutigen Gesellschaft. Er wird als Entspannungstechnik, als Mittel gegen den Stress und Stimulanz angeboten. Auch kosmetische Erfolge schreibt man ihm zu. In einer egozentrischen Scheinwelt werden Yoga-Meditationen und Visualisationstechniken angepriesen als Mittel, um Gesundheit und Schönheit für Leib, Seele und Geist zu gewinnen. Spiritualität steht hoch im Kurs. Sogar die Entspannung wird zu einem spirituellen Akt. Man will den Menschen durch ganzheitliche Massagen, Isolation Tanks und andere New Age-Techniken zur Erfahrung seiner außersinnlichen Möglichkeiten bringen. Sogar christliche Jugendgruppen in Amerika bieten Yogakurse an. Und in fast 2 Dritteln aller Universitäten und Colleges gehört Yoga zum Lehrplan. Oft wird mir gesagt, man praktiziere Yoga ausschließlich wegen der positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Doch jeder Hindu kann bezeugen, dass es keinen Yoga gibt, der sich nur auf den körperlichen Bereich beschränkt. Gleich zu Anfang meiner Ausbildung zum Yogalehrer sagte man mir, dass ich mit meinen Studenten auch über die Philosophie sprechen müsste, die hinter Yoga steht. Das sei genauso wichtig wie die Übungen selbst. Die Entspannung am Ende eines Yogakurses ist in Wirklichkeit eine Art Hypnose, bei der jeder Körperteil gelockert wird. Wenn sich meine Schüler in diesem Zustand befanden, las ich ihnen aus hinduistischen philosophischen Schriften oder aus meinen Guru-Büchern vor. Auf diese Weise wurden sie einfach mit dem Gedankengut berieselt und nahmen es willenlos auf. Die Yoga-Übungen wurden nicht zur körperlichen Ertüchtigung erfunden, sondern um die Kraft der Schlange im eigenen Körper zu aktivieren. Damit soll die Göttlichkeit in uns geweckt werden und schließlich die Vereinigung mit dem Brahma erfolgen. Wer körperliches Fitnesstraining sucht, sollte sich mit angemessenen Übungen befassen, aber nicht mit Yoga. Viele Kliniken haben bereits ihre eigenen Yoga- und Meditationskurse eingerichtet. Sie wollen damit Patienten, Ärzten und Schwestern ein Mittel gegen Stress anbieten. Ärzte und Zahnärzte, die beispielsweise nicht bereit sind, christliche oder jüdische Schriften in ihren Praxen auszulegen, lassen unwissentlich ihre Patienten Hinduismus praktizieren. In den beiden letzten Jahren habe ich bei deutschen Ärzten gearbeitet, die sich mit der Erforschung von Atemtechniken befassten. In unsere dänische Schule kamen oft Patienten dieser Ärzte. Meist litten sie an Rückenschmerzen, nervösen Symptomen, hohem Blutdruck, Stress oder Ähnlichem. Gesundheitsmagazine befürworten neben dem Yoga auch eine Reihe von vegetarischen Lehren. Der Vegetarismus ist wesentlicher Bestandteil des Hinduismus.
Im Extremfall kann es bei der vegetarischen Lehre um Werbung für Makrobiotik gehen. Dabei kann versucht werden, durch Diät die geistige Natur zu beeinflussen. Maharishi sagte einmal, dass der Vegetarismus die höchste Form aller möglichen Diäten sei. Er spielt auf jeden Fall eine bedeutende Rolle, um tiefgreifende meditative Erfahrungen zu machen. Tierische Produkte vermitteln Schwingungen, die die Seele nach unten ziehen. Was ich nicht verstehen kann, dass Yoga-Praktizierende der Meinung sind, dass der Genuss von Fleisch ihr Vibrationsniveau senkt. Sie finden aber nichts dabei, ihren eigenen Urin und besser noch den Urin von Kühen zu trinken. Das gilt im Gegenteil als heiligstes Mittel, dem besondere erlösende Wirkungen zugeschrieben werden. Unsere Speisen müssen von einem Yogi zubereitet sein, der sich in das höchste Wesen versenkt hat. Seine Schwingungen gehen dabei in die Speise und üben beim Genuss einen starken Einfluss auf den Geist aus. Es wird auch gelehrt, dass jeder, der diese Auffassung nicht teilt, böser Natur ist. Er ist ein Fleischesser, ein Karmi. Aber irgendwann versagt das Durchhaltevermögen. Ich war viele Jahre lang Vegetarier und wurde dadurch körperlich sehr geschwächt. Ich bin nur ein typischer alter amerikanischer Knacker. Aber in meinem Leben hat ein enormer Wandel stattgefunden. Ich habe mich von meinen bösen Wegen abgewandt, gehe nicht mehr auf die Jagd und esse kein Fleisch mehr. Ich bin heute strenger Vegetarier, wie es der Wille Gottes ist. Aber Gott hat den Vegetarismus nicht geboten. Auch Jesus war kein Vegetarier. Eine große Menschenmenge speiste er bei mehreren Gelegenheiten mit Fisch. Die Bibel würde eine vegetarische Lebensweise nicht verurteilen, aber als Weg zur geistlichen Erleuchtung ist sie vom biblischen Standpunkt aus unhaltbar. Bioläden stehen bei der Förderung von Guru-Organisationen oft in vorderster Front. Sie verbreiten auch häufig New Age-Literatur. Viele Ärzte, Geisteswissenschaftler, Heilpraktiker und Zahnärzte sind begeisterte Anhänger der holistischen, der sogenannten ganzheitlichen New Age-Medizin. Die New Age-Vertreter gehen von der Voraussetzung aus, dass die Behandlung des Körpers bei der Behandlung von Seele und Geist beginnen muss. Die Therapien enthalten zahllose Techniken, wie zum Beispiel Hypnose, die auf Bewusstseinsveränderung abzielen. Schon immer eine gängige Praxis im Okkultismus ist die Hypnose. Heute ein wesentliches Bindeglied zwischen dem Hinduismus und der modernen Wissenschaft. Eine Hypnose bewirkt den gleichen Bewusstseinszustand wie Drogenkonsum oder gezielte Yoga-Übungen. Nachdem die Hypnose in der Medizin und in der Psychiatrie anerkannt ist, ist sie bei Kursen für Selbstvervollkommnung und positivem Denken Hauptbestandteil. Auch falsch unterrichtete christliche Psychologen wenden die Hypnose in ihrer täglichen Therapie an. Selbst in der Kirche wird heute zunehmend der Glaube an Gott ersetzt durch den Glauben an den autonomen Menschen, der durch die Kraft des positiven Denkens seine Probleme in Eigenregie lösen kann. Das ist ein verheerender Trugschluss. Viele befürworten die Hypnose, wenn sie von qualifizierten Therapeuten durchgeführt wird. Man müsse schließlich Scharlatanerie und okkulte Praktiken von den rein wissenschaftlichen Behandlungen unterscheiden. Wissenschaftlich getarnte Bewegungen zur Bewusstseinsveränderung sind zum Beispiel Earhart Seminary Training, Scientology, Mind Dynamics, Silver Mind Control und Alpha Gehirnwellentraining, Alpha Brainwave Training. In Anlehnung an Freudsche Theorien wollen Psychiater durch Hypnose ihre Patienten seelisch noch einmal in ihre Kindheit zurückversetzen. Diese haben das Empfinden, wieder im Mutterschoß zu sein und aufs Neue das Trauma ihrer Geburt zu erleben. Für die Wissenschaft ist jedoch sehr fraglich, ob das Gehirn im Stadium der Geburt bereits in der Lage ist, Erinnerungen zu speichern. Ich hatte tatsächlich den Augenblick meiner Geburt noch einmal erlebt, aber ich hatte dabei den Eindruck, dass das noch nicht genügte. Ich wanderte in meinem Unterbewusstsein noch ein Stück zurück und machte in Gedanken die Zeit meiner Empfängnis aufs Neue durch. Von da aus verfolgte ich meinen Weg noch weiter zurück, um zu erfahren, warum sich meine Veranlagung so gestaltete. Ich bin der Meinung, dass man da nie an ein Ende kommt. Die Hypnose versetzt angeblich die Patienten in ihre sogenannte Präexistenz zurück, sodass sie dann mit Berichten aus früheren Leben aufwarten. Ohne Zweifel sind diese Offenbarungen auf trügerische, diabolische Eingebungen zurückzuführen. In der Medizin gibt es eine ganze Reihe von Praktiken aus der New Age-Bewegung, die wissenschaftlich noch nicht letztlich geklärt werden können, zum Beispiel die Akupunktur. Kritiker der Akupunktur behaupten, die Kraft der Schlange werde durch Nadel und Biofeedback verfügbar gemacht. Mithilfe eines Monitors werde der Mensch in die Lage versetzt, unwillkürliche Abläufe wie die Schwankung des Blutdrucks selbst zu steuern. In den Dokumenten der Menninger Klinik wird Biofeedback als Yoga des Westens bezeichnet. Elmer und Alice Green, die als Pioniere dieser Untersuchungsmethoden gelten, geben zu, dass beim Biofeedback die gleichen Bewusstseinszustände und Ergebnisse wie beim Yoga hervorgerufen werden.
Inzwischen haben Psychologen diesen elektronischen Yoga, wie er auch genannt wird, im Sport eingeführt. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Auch in Wirtschaft und Industrie erfreut sich der Yoga zunehmender Beliebtheit. Er verspricht im gestressten Tagesablauf Entspannung und Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern entsprechende Trainingskurse oder Seminare an. Schulungen über Meditation und positives Denken sowie Kassetten für Entspannungsübungen versprechen persönliche und berufliche Leistungssteigerung. Es geht hier um eine Mischung von humanistischer Psychologie und fernöstlichem Mystizismus. So hat zum Beispiel ein einziger dieser Kurse unter der Bezeichnung das New Age-Bewusstsein Tausende beeinflusst. Es handelte sich in den USA vor allem um Kunden von Rang und Namen, wie Mitglieder von Weltfirmen, der Streitkräfte, der NASA, der Bank of America und des Rechtsschutzes. Das Human Potential Movement, eine Bewegung, die die Selbstentfaltung zum Ziel hat, präsentiert die westliche Yoga-Praxis als Konzept für die Selbstverwirklichung. Die Lehre der Gurus vom Göttlichen in uns findet hier seinen Niederschlag. Ein Medizinmann der Shoshonen mit Namen Rolling Thunder sagte einmal, die Wissenschaftler werden endlich auch entdecken, was wir Heiden schon immer gewusst haben. Gemeint ist die Ausbreitung des Mystizismus im Westen. Viele namhafte Wissenschaftler haben in den vergangenen Jahren das fernöstliche Gedankengut mit Begeisterung aufgegriffen. Der Hinduismus, der den Anspruch erhebt, die älteste Religion zu sein, wird in irreführender Verpackung als das neue Wissen verbreitet. Die ganze Aufmachung ist sehr verführerisch. Man geht dabei sehr behutsam vor und betont weniger die religiöse als die sogenannte wissenschaftliche Seite. Der Yoga, den wir lehren, hat nichts mit Religion zu tun. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Methode, die dem Kausalgesetz von Ursache und Wirkung unterliegt. Maharishi entdeckte, dass die Menschen in den USA eine religiöse Präsentierung ablehnen würden. Darum bot er seine Ideen in wissenschaftlicher Aufmachung an. Er suchte den Kontakt zu Wissenschaftlern, die Experimente an Meditierenden unternahmen. Als sie herausfanden, dass sich der Stoffwechselgrundumsatz während einer meditativen Phase verringert, glaubten sie, ihre Praktiken als wissenschaftlich verkaufen zu können. Selbst wir als Lehrer bekamen die Anweisung, uns in der Puja-Zeremonie vor Hindu-Göttern zu verbeugen. Trotzdem wurde uns nicht wirklich bewusst, dass wir eine Religion vermittelten. Ich empfinde dieses Vorgehen als unehrlich und betrügerisch. Je mehr man sich da hineinversenkt, desto klarer wird, dass beim Puja die Kernaussagen und Riten der hinduistischen Gottesverehrung zur Anwendung kommen. Den meisten ist die wahre Bedeutung dieser Worte nicht bewusst. Würde man sich jedoch erkundigen, was diese Sanskrit-Ausdrücke in Wirklichkeit bedeuten, so wäre das Fundamentalreligiöse nicht mehr abzuleugnen. Schon Kinder werden in diese Praktiken eingeführt. Man verwendet sie in Schulen, bei Sprachkursen, im Geschäftsleben, ja bei nahezu allen Gesellschaftsschichten. Auch in den Schulen der westlichen Welt, vom Kindergarten angefangen bis zur Universität, wird hinduistischer Mystizismus offen oder versteckt gelehrt. Der Guru Taka Singh sprach auf eine Einladung hin vor Oberschülern in Südkalifornien. Kurt, einer der Schüler, war von seinen Worten derart fasziniert, dass er sich schnurstracks auf den Weg nach Indien machte. Jetzt lebt er dort als frommer Anhänger Takas. Es war nur eine Ansprache von einer halben Stunde und eine Meditation von 20 Minuten, die mich so verwandelten. Ich erlebte etwas, das alles, was ich bis dahin erfahren hatte, bei weitem übertraf. Selbst die Luft, die Atmosphäre, die die Kapelle erfüllte, in der er sprach, war regelrecht elektrisiert von Gefühlen der Liebe und des Friedens. Ich flippte schier aus. Es ist unbegreiflich, dass man in den öffentlichen Schulen Amerikas einerseits das christliche Gebet verbietet, aber andererseits Yoga, fernöstliche Meditations- und Visualisationstechniken, nichts anderes als hinduistische Gebetsformen, nicht nur erlaubt, sondern regelrecht fördert. Hier in some of the schools in the West, in the PE classes, after having in einigen westlichen Schulen führt man Yoga im Sportunterricht ein. Dabei lassen die Lehrer nicht selten ihre Schüler Götternamen singen. Rama, Rama, Krishna, Krishna.
In der Schule hat man uns eingetrichtert, dass Yoga ein Mittel ist, um Spannungen abzubauen und konzentrationsfähig zu werden. Heute ist es Ziel vieler Lehrer, unter ihren Schülern eine Art gemeinsames Bewusstsein zu wecken und zu fördern. Wir wollen uns entspannen. Ganz langsam erheben wir unsere Hände. Kinder werden angeleitet, ihr kritisches Denken beiseite zu schieben und sich auf ihre intuitiven Eingebungen zu konzentrieren. Jetzt entspannen. Wirklich völlig entspannen. Stellt euch vor, dass ihr auf einer ganz weichen, flaumigen Wolke schwebt. Wenn ihr wirklich ganz entspannt und gelöst seid, seht ihr im Geist auch den blauen Himmel über euch. Um das Bewusstsein der Massen zu beeinflussen, bedient man sich der Massenmedien. Sie werden in zunehmendem Maße zur Förderung dieser hinduistischen Bewusstseinsprägung genutzt. Die wirkungsvollste Propaganda für indische Ideologie ist im Westen vermutlich durch den Gandhi-Film ausgelöst worden. Die Produktion wurde von der indischen Regierung finanziell unterstützt sowie kontrolliert und von der Friedensbewegung empfohlen. Er vermittelt jedoch ein total falsches Bild von einer angeblich religiösen Toleranz und Gewaltlosigkeit des Hinduismus. Auf geschichtliche Genauigkeit hat man keinen Wert gelegt. Gandhi unterschied sich in Wahrheit nicht von den meisten heutigen Gurus. Er war vormals keineswegs der gewaltlose, friedliebende Mensch, als der er hingestellt wird. Das beweisen zum Beispiel seine rassistisch motivierten Ermordungen von Schwarzen während der Kaffernkriege in Südafrika. Die eigentliche Botschaft des Films war, dass Gandhi einen der ersten Gurus darstellte, der eine Brücke zwischen dem Christentum und dem Hinduismus schlug, um ein neues Ganzes zu schaffen. Eine neue Religion. Ich persönlich halte Gandhi für einen der Väter der New Age-Bewegung. Nicht wenige der beliebten Filme von heute haben einen hinduistischen Hintergrund, so zum Beispiel Unheimliche Begegnung der dritten Art, Poltergeist, E.T., Die Rückkehr der Jedi-Ritter sowie Krieg der Sterne. Die in diesem Film dargestellte Macht ist vergleichbar mit der schwarzen und weißen Magie. Ein veränderter Bewusstseinszustand bildet das Eingangstor in den okkulten Bereich. Obi-Wan führt auf diesem Weg Lukas in das Geheimnis der Energie ein. Er sagt zu ihm, Lukas, du versuchst zu denken, das ist dein Problem. Dann stülpt er ihm einen Helm übers Gesicht, sodass er nichts mehr sehen kann und rät ihm, du musst dein Denken abschalten und dich der Kraft überlassen. In dem Film Das Imperium schlägt zurück erscheint Yoda ein Yogi. Er veranlasst Lukas, seine geistige Kraft zu entwickeln, um sein steckengebliebenes Raumschiff aus dem Sumpf herauszuziehen. Lukas meint, ich glaube es nicht, dass ich es schaffe. Und Yoda entgegnet, darin liegt dein Problem. Mit anderen Worten, wenn man nur glaubt, geschieht es auch. Lukas muss in einer Höhle Darth Vader begegnen. Yoda gibt ihm den Rat, alles was du brauchst, hast du. Es ist das Göttliche in dir. Am Ende besiegt Lukas Darth Vader. Er öffnet das Visier und sieht seinen eigenen Kopf. Das ist die eindrücklichste Darstellung des östlichen Mystizismus. Die Beatles sangen, ich bin du und du bist ich und er ist sie. Und alle sind eins. Wir lassen eine ganze Generation von Kindern unter dem Bombardement von Zeichentrickfilmen, tendenziösen Fernsehshows und Fantasierollenspielen groß werden. All das soll ihnen die Überzeugung vermitteln, dass der okkulte Bereich eine wunderbare Sache ist. Nichts Angsterregendes oder Hässliches. Die Kinder werden vertraut gemacht mit reptilartigen Geschöpfen, die enorme übernatürliche Kräfte besitzen und die zu ihren Lieblingen werden. So werden sie in gefährliche okkulte Dinge hineingezogen. Die Kinder werden angeleitet, sich des Übersinnlichen zu bedienen. Sie werden unmerklich mit dem Gedanken gefüttert, dass man etwas Außersinnliches entstehen lassen kann, was den Anschein der Wirklichkeit hat. Und zwar durch psychisch-mystische Techniken. In Dungeons & Dragons zum Beispiel, bei uns als Fantasierollenspiele bekannt, werden die Teilnehmer des Spiels zu seelischer Grausamkeit, Vergewaltigung, Folterungen oder aber zur Selbstverstümmelung aufgefordert. Alles mit Hilfe okkulter Kräfte. Mindestens in einem der bekanntesten Zauberspiele wird die Göttin Kali angerufen. Hinduistische religiöse Bräuche, Fantasievorstellungen und Zaubersprüche werden benutzt, um Feinde zu überwinden. Für diejenigen, denen unsere Fantasiespiele noch neu sind, werden wir in unserem heutigen Unterricht Dungeons & Dragons spielen. Ich möchte vorher noch etwas zu den Vorteilen eines solchen Spiels in der Klasse sagen. Ihr mögt euch sonst vielleicht wundern, dass wir so etwas während des Unterrichts betreiben. Diese Spiele werden inzwischen überall in den USA als Lernprogramm für begabte Kinder eingebaut. Eine deutliche Mehrheit aller staatlichen Schulen und Colleges hat sie in ihren Lehrplan übernommen. Wir nennen das ein integriertes Lernspiel, was euch ja schon ein wenig vertraut ist. Dabei kann es sein, dass ihr einigen gewalttätigen Gestalten begegnet. Es geht aber vor allem darum, dass ihr diesen Ring loswerdet. Er ist das Symbol des Bösen im Königreich Mittelerde.
Ein Kind ist durchaus schon in der Lage, etwas von der hellen und der dunklen Seite der Macht zu verstehen. Und das bedeutet bereits die Einführung in eine Form des Okkultismus. George Lucas, Autor der Serie Krieg der Sterne, ist im privaten Leben ein gläubiger Anhänger dieser Macht. Er sagt von ihr, dass sie jeden Menschen befähigen könne, Gedanken zu lesen, in die Vergangenheit und die Zukunft zu schauen, Menschen oder Dinge schweben zu lassen oder sich in eine andere Welt mit übersinnlichen Kräften zu versetzen. Gurus, Okkultisten und Spiritisten haben die Begriffe der Bibel übernommen und sie nach ihrem Verständnis mit anderen Inhalten gefüllt. Gott ist danach kein persönliches Wesen mehr, zu dem wir durch seinen Sohn Jesus Christus eine persönliche Beziehung haben können, sondern eine unpersönliche Macht. Gott ist so etwas wie Energie, die jeden von uns erfüllt, die alles und alle durchdringt. Er ist persönlich und unpersönlich zugleich. Jesus ist nicht mehr der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern irgendein in menschliche Gestalt verkleideter Gott, ein bloßer Wegweiser, einer der vielen Wege zu Gott. Jesus war natürlich ein erleuchteter Meister. Bhagwan ist auch ein Jesus, ein Buddha. Jesus Christus war ein großer Meister, wie unsere Meister von heute auch. Das Wort ward Fleisch, nahm Gestalt an, wie die Bibel es ausdrückt. Jesus selbst warnte uns davor, dass in den letzten Tagen viele kommen würden mit dem Anspruch, Christus, der Messias, zu sein. Unsere Welt wimmelt heute förmlich von Menschen, die behaupten, ein Christus zu sein. Die Gurus haben vor allem zweierlei getan. Erst einmal haben sie fernöstlich geprägte Symbolworte aufgegriffen, wie zum Beispiel Energie, Schwingungen und so weiter, und sie dann im Westen eingeführt. Dann übernahmen sie biblische Ausdrücke und Gedanken aus den Lehren Jesu, deuteten sie um und verdrehten sie. Dabei versuchten sie, die Menschen an sich zu binden und sie davon zu überzeugen, dass die Lehre Jesu im Wesentlichen mit ihren Lehren übereinstimme. In der Heiligen Schrift heißt es aber doch ausdrücklich, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also können wir alle so vollkommen sein wie er. Wenn der Mensch an sich arbeitet, kann er vollkommen werden. Und wenn er vollkommen ist, dann ist er auch göttlicher Natur. Jeder Mensch ist von Natur aus friedlich, rein, gut. Die Eigenschaft des Bösen ist dem Menschen nicht mitgegeben und daher etwas Unnatürliches. In der Meditation besinnen wir uns auf diese Tatsache und konzentrieren uns auf unser ursprüngliches, reines, göttliches Selbst, das unserem natürlichen Status entspricht. Wenn die Menschen von ihrer Anlage her gut wären, warum lügen, betrügen und stehlen sie dann? Warum bekämpfen sie sich? Der gute Kern im Menschen reicht offensichtlich nicht aus, uns davon abzuhalten, Böses zu tun. Wer deshalb die Erlösung in sich selbst sucht, sucht sie an der falschen Quelle. Wir sind nicht von unserem höheren Selbst getrennt, wir sind durch die Sünde von Gott getrennt. Ernst Winter, Doktor der Philosophie und Experte in internationalen Rechtsfragen. Von 1968 bis 1978 bekleidete er ein leitendes Amt bei den Vereinten Nationen. Meine größte Sorge gilt tatsächlich dem wachsenden Interesse an fernöstlicher Mystik. Ihre Praktiken schleichen sich auch in christliche Kirchen und Gruppen ein. Man versucht auf diese Weise ein Vakuum zu füllen, nämlich die Sehnsucht nach religiösen Erfahrungen. Die heute weit verbreitete New Age-Philosophie lehrt fälschlicherweise, dass hinduistische spirituelle Erfahrungen mit dem Christentum zu vereinbaren seien. Es ist traurig, aber wahr, dass kirchliche Vertreter durch Literatur, Predigten, Funk und Fernsehen zu christianisierten hinduistischen Praktiken ermutigen. Menschen aus christlichen Kirchen kamen häufig zu uns. Sie haben hier tiefe geistliche Erlebnisse mit Gott gehabt, und zwar durch Meditation. Wir sind in unserer Gesellschaft so weit gekommen, dass wir unseren Glauben auf unsere Erfahrungen gründen. Wenn unsere Erfahrungen und unsere Gefühle etwas als wertvoll, echt und gut hinstellen, so ist dies unseres Erachtens der Maßstab für die absolute Wahrheit. Dabei wird überhaupt nicht danach gefragt, ob diese geistliche Erfahrung von unserem himmlischen Vater Gott kommt oder von seinem Gegenspieler. Hier hat es der Feind aufs Genialste verstanden, sich zu tadeln. Auf rationaler Ebene stellt man fest, dass es keinen Satan geben könne, auch keine Dämonen. Dies seien allenfalls parapsychologische Erscheinungsformen, für die ein Psychotherapeut zuständig sei. Und dann öffnen sich die Menschen ahnungslos für Erfahrungen im Bereich des Okkulten.
Der Jesus, der mir bei intensiven Meditationen begegnete, vermittelte mir Visionen und Erlebnisse, die unbeschreiblich schön waren. Das, was ich an Wundern, zum Beispiel an Heilungen, sah, war so von Liebesgefühlen erfüllt und durchdrungen, dass ich davon überzeugt war, es kann nur von Gott kommen. Doch eines Tages ging mir auf, dass ich gar keinen Maßstab für die absolute, objektive Wahrheit besaß, an dem ich meine Erfahrungen hätte messen können. Ich erkannte die Möglichkeit, dass meine Gefühle und Empfindungen vielleicht einer geheimen, raffinierten Manipulation unterlagen. So beschloss ich, das Alte und das Neue Testament zu befragen. Dabei wurde mir klar, dass ich einem Trugbild von Jesus zum Opfer gefallen war. Gründet man sein geistliches Leben auf Gefühle, ekstatische Erlebnisse oder subjektive Erfahrungen, so baut man sein Haus auf Sand. Unsere Beziehung zu Gott sollte auf das solide Fundament der Bibel begründet sein. Ich glaube, dass wir die Geister prüfen müssen, indem wir die Bibel lesen und sie studieren und unsere Erfahrungen nicht höher einschätzen als das Wort Gottes. Biblische Meditation bedeutet ein nüchternes Nachdenken über Gott und Jesus Christus, das heißt über seine Person und über sein Werk. Voraussetzung ist allerdings, dass man das Wort Gottes kennt und befolgt. Viele katholische Klöster und protestantische Ausbildungsstätten haben heute Meditationstechniken eingeführt, die der Praxis des Yoga nahe kommen. Es gibt heute verantwortliche Kirchenvertreter, die mit einer gewissen Hoffnung auf den fernöstlichen Mystizismus blicken. Sie glauben, dass auf diese Weise die tote Institution neu belebt werden könnte. Ich habe kürzlich an einer größeren theologischen Fakultät in den USA das Abschlussexamen mitverfolgt und den alarmierenden Einfluss fernöstlichen Denkens mit Schrecken festgestellt. Man gebrauchte Begriffe der dort angewandten Meditationstechniken, arbeitete mit Biofeedback, Selbsthypnose, Autosuggestion und Ähnlichem, um seelische und körperliche Stabilität zu erlangen. Die Gefahr für die Studenten besteht darin, dass die Professoren christliche Ausdrücke benutzen, um damit fernöstliche Techniken zu beschreiben. Ein Professor, der sogenannte christliche Meditationsübungen einführte, wies uns an, unseren Geist völlig zu entleeren. Bei dieser Meditation sollten wir in gewisser Weise eine Vorstellung Gottes in uns entstehen lassen. Der Glaube an die schöpferische Vorstellungskraft unseres Geistes stammt unmittelbar aus der hinduistischen Lehre über das Maya. Es wird behauptet, dass alles Weltliche eine Illusion ist. Das ist der neue Trugschluss der transpersonalen Psychologie, die selbst in frommen Kreisen heute zunehmend um sich greift. Viele glauben zum Beispiel, wir könnten Gott besser anbeten, wenn wir uns von ihm ein Bildnis machen. Und wir könnten die Erhörung unserer Gebete selbst bewirken, indem wir uns das ausmalen, was wir erbitten. Ein körperhaftes Bild Jesu in unserer Seele entstehen zu lassen, ist ebenso viel oder so wenig Götzendienst, wie wenn wir uns ein Bild aus Holz oder Stein machen würden. Gott zwingen zu wollen, in eine Situation hineinzuwirken oder einen Wunsch zu erfüllen, den ich mir ausgedacht habe, ist ein abwegiger Versuch, ihn zu manipulieren. Der fernöstliche Mystizismus ist nicht nur in die christliche Kirche eingesickert. Er beeinflusst auch nachdrücklich die Weltpolitik. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen verbreiteten zahllose Gruppen der New Age-Bewegung ihre Philosophie über die ganze Welt. Verantwortliche Führer und Vertretungen der UNO fördern diese Bewegung. Die UNO hat ihren eigenen Meditationsraum und stationierte dort Guru Sri Chinmoy. Selbst das Pentagon der Vereinigten Staaten hat Meditationsräume. Lynn Stewart, ein Absolvent der Harvard School of Divinity, leitet den Unity and Diversity Council. Dieser Rat wurde 1965 auf einen Beschluss der UNO-Generalversammlung ins Leben gerufen und bildet innerhalb der New Age-Bewegung ein starkes Verbindungsnetz. Der Unity and Diversity Council ist eine weltweit koordinierende Körperschaft, die aus einzelnen Organisationen und Vernetzungen besteht. Man arbeitet dort an Zukunftsplänen, die auf der ganzen Erde eine diktatorische Einheitsregierung anstreben. Lynn Stewart stellte 1982 eine Verbindung zu Graham Wilson her. Dabei bildete sich eine breite Front, die auf eine Vereinigung aller Religionen zu einer einzigen hinarbeitet. An der Spitze dachte man sich einen Weltführer. Ich bin äußerst interessiert an der Harmonisierung aller Religionen. Das heißt nicht gerade, dass eine neue Religion ins Leben gerufen werden soll. Es geht vielmehr um eine universale religiöse Schau, durch die es möglich ist, alle Kulturen, alle Religionen und alle Rassen miteinander zu vereinen. This growing consciousness of sharing godliness and looking for a leader to
Zur Verwirklichung dieser Ziele spielt die UNO eine wichtige Rolle, weil sie viele Völker unterstützt. Jede Gruppe innerhalb der New Age-Bewegung ist gleichzeitig sehr besorgt um die Gönnerschaft der UNO, der Vereinten Nationen. Unsere Organisation ist bei der UNO vertreten. Wir haben dort ein Büro und das schon seit annähernd 5 Jahren. Bei den Sitzungen der UNO waren wir stets vertreten. Wir konnten Meditationen durchführen und sonstige Angebote machen. Wie ist das möglich? Ich vermute, dass es mit dem Einfluss eines maßgeblichen Mannes der UNO zusammenhängt. Ich denke dabei an Robert Müller. Er betonte ständig, dass die UNO verpflichtet sei, alle Bemühungen in Richtung sozialen Ausgleichs, Welteinheitsregierung und Weltführung zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass die UNO eine solche Weltregierung bilden könnte. Sie ist jedoch eine einflussreiche Organisation, die diese Entwicklung stark fördern kann. Unter ihrer Schirmherrschaft kommen auch unscheinbare Gruppen zur Geltung. Die Brahma Kumari World Spiritual University in Indien wird von der UNO und ihren Mitgliedern zu Konferenzen über Weltfrieden und Welteinheitsbestrebungen benutzt. Delegierte aus aller Welt, berühmte Persönlichkeiten kommen, um ihre Gedanken auszutauschen und für sich selbst echten Frieden zu erfahren. Diese Erfahrung veranlassen sie dann auch, für neue Gesetze zu plädieren, die einen allgemeinen Weltfrieden herbeiführen sollen. Staatsoberhäupter bestätigen diese Gedanken und geben sie als praktische Hilfen an die UNO weiter. An Abenden werden die Gebäude der UNO oft für New Age-Vorträge und Gespräche, Meditationen und Erleuchtungskurse über den Weg in eine bessere Welt und Ähnliches zur Verfügung gestellt. Die führenden Persönlichkeiten werden zu Meditationen aufgefordert und in viele Aktionen hineingezogen. Alles dient dazu, die Vision einer neuen Welt und eines neuen Zeitalters zu verbreiten. Dieses politische Guru-System bildet eine große Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft. Zumindest bringt es eine Minderung an Freiheit und Sicherheit mit sich und stellt eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar. Ich glaube, dass die Praxis der Gurus die Welt auf eine Art politischen Faschismus vorbereitet. Es ist tatsächlich so, dass wir unterschwellig darauf vorbereitet werden, uns einer fremden Autorität zu unterwerfen. Wir werden zurzeit von esoterischem Gedankengut überflutet. Es wird von Bewusstseinserweiterung gesprochen, von spirituellen Gefühlserlebnissen, von Wiederverkörperung, von bestimmten Energien, von kosmischen Kräften, von Schwingungen und so weiter. All das sind in der westlichen Welt Schlagworte geworden. Sie üben einen geistigen Einfluss auf uns aus, verändern unser Denken und bringen uns sozusagen in eine Haltung, die uns zur Unterwerfung unter diesen Geist bereit macht. Mehr denn je scheint die Menschheit in spiritueller und emotioneller Hinsicht gefährdet zu sein, sich irgendeinem begabten Führer auszuliefern, der einer geängstigten Welt Frieden und Wohlstand zu bringen verspricht. Der bekannte Vertreter der New Age-Bewegung, Benjamin Cram, behauptet, für den kommenden Weltführer der Beauftragte für Publizistik zu sein. 1982 ließ er rund um den Globus durch ganzseitige Zeitungsanzeigen den kommenden Welterlöser ankündigen. Millionen von Menschen schöpften neue Hoffnung. Auf einer Pressekonferenz in Los Angeles schilderte Cram, wie dieser Christus in Erscheinung treten würde. Es ist allmählich zur Binsenwahrheit geworden, dass wir am Beginn des New Age stehen. Dem Zeitalter des Wassermanns. Und man sollte nicht übersehen, dass alle großen Religionen auf eine kommende große Führerpersönlichkeit warten. Die Christen warten auf die Rückkehr Jesu Christi. Moderne Strömungen der Moslems warten auf den großen Mahdi und die Buddhisten erwarten einen neuen Buddha. Die Hindus rechnen mit der Rückkehr Krishnas und die Juden immer noch mit dem Kommen ihres Messias. Ich möchte heute über das Erscheinen eines solchen Lehrers sprechen. Die Christen warten auf die Rückkehr des auferstandenen Jesus. Die Anhänger der Gurus erwarten den kommenden Weltherrscher, der zwar nicht von sich behauptet, Jesus selbst zu sein, sondern die letzte Wiederverkörperung des Geistes Christi. Und er wird die seelischen Kräfte besitzen, um das Täuschungsmanöver perfekt zu machen.
Gleichzeitig werden auf der ganzen Welt Hunderttausende von spontanen Heilungen stattfinden und bestätigen, falls es notwendig sein sollte, dass Christus selbst wiedergekommen ist. Der Tag seiner Ankunft wird das herausragendste Ereignis aller Zeiten sein. Eines Tages werden alle Rundfunk- und Fernsehstationen der ganzen Welt miteinander verknüpft sein. Wir werden das außergewöhnliche Gesicht dieses Mannes auf unseren Bildschirmen sehen, doch er wird nicht sprechen. Seine Worte werden sich schweigend in unseren Geist hineinsenken, in unserer eigenen Sprache. An dieser Stelle wird die Bedeutung der Bewusstseinserweiterung sichtbar, wie man sie im Yoga oder anderen fernöstlichen Meditationspraktiken erreicht. Ein Nobelpreisträger hat das Gehirn einmal als eine Maschine bezeichnet, die ein x-beliebiger Geist bedienen kann. Das heißt, in einem veränderten Bewusstseinszustand ist die Verbindung zwischen meinem Gehirn und meinem Geist, der normalerweise mein Gehirn in Tätigkeit setzt, gelockert. Irgendein anderer Geist hat sodann die Möglichkeit, sich einzuschalten, die Nervenzellen des Gehirns umzufunktionieren und eine Welt der Illusionen zu schaffen. Dieser andere Geist kann Astroreisen unternehmen, außergewöhnliche, übersinnliche Kräfte verleihen und vieles mehr. Er wird uns tatsächlich eine großartige neue Weltreligion bringen. Ihr heiligstes Werk wird ein Prozess sein, den man Einführung in die Geheimreligion nennt. Damit werden wir aus dem rein menschlichen Machtbereich in das Reich Gottes versetzt. David Spengler, Vorstandsmitglied der Planetary Initiative for the World We Choose, eine New Age-Organisation in den Vereinigten Staaten, erklärt, dass Lucifer niemand anders ist als Christus. Lucifer rüstet uns zu unserer eigenen messianischen Sendung aus, und dies sei die entscheidende Einweihung des New Age. Benjamin Creams angekündigter Christus ist vielleicht noch nicht der Weltführer und Verleiher des sogenannten Weltfriedens. Doch ohne Frage wird heute die Bühne für das vorbereitet, was die Bibel den großen Abfall nennt. Diese Szene wird eingeleitet durch das Auftreten des großen Nachahmers Gottes. Die Bibel sagt, dass dieser Verführer vor der Wiederkunft Jesu kommen wird. Die Vermischung von Wissenschaft und Mystizismus steht heute in voller Blüte. Und ihre böse Frucht wird die neue Einheitsreligion des kommenden Weltdiktators sein, den die Bibel den Antichristus nennt. Die Verbreitung des hinduistischen Gedankengutes durch Gurus in allen Teilen der Welt wird außergewöhnliche Folgen haben. Alles wird einer Veränderung unterworfen sein. Nicht nur unsere Religiosität, sondern auch unsere anthropologische Schau, unsere Demokratie, unsere humanistische Tradition in der Verantwortung füreinander, unser soziales System. Das alles wird seine Bedeutung verlieren, weil das christliche Vorverständnis abnimmt. Wir werden eine menschbezogene, individualistische und egozentrische Religiosität bekommen. Erlösung bedeutet dann nichts anderes als Flucht aus der Welt und Loslösung von allem, was uns als menschliche Wesen aneinander bindet und uns den Nächsten praktisch lieben lässt. Das heutige Aufleben hinduistischer Praktiken und die Ideologie des Neuheidentums, das den Kern der New Age-Bewegung ausmacht, hat verblüffende Ähnlichkeiten mit der nationalsozialistischen Idee. Das Deutschland der 20er und 30er Jahre befand sich sozial und wirtschaftlich in einer verzweifelten Situation und sehnte sich nach einem Führer, der es aus diesem Tief herausführen könnte. Der Mann, der das versprach, war Adolf Hitler. Er behauptete, von Gott gesandt zu sein, um ein tausendjähriges Reich des Friedens und Wohlstands aufzurichten. Durch seine suggestiven Fähigkeiten manipulierte er eine ganze Nation, sich ihm auszuliefern. Hitler war auch von okkulten Mächten besessen und die Massen folgten vielen seiner bizarren Ideen in mystischer Gläubigkeit. Innerhalb des Guru-Wesens überrascht es nicht, dass es sehr positive Aussagen und Stellungnahmen zum Nationalsozialismus gibt. Eine ganze Reihe von Gurus haben Hitlers Taten gut geheißen, selbst die Ermordung von 6 Millionen Juden. Hitler machte das altindische Swastika als Hakenkreuz zum Banner seiner Weltanschauung. Es gilt heute noch als hinduistisches Symbol für Kraft und findet sich in vielen indischen Tempeln.
Millionen Irregeführter unterwarfen sich Hitler, als ob er eine Art Gott wäre, und starben für ihn und seine Sache. Bei vielen war es nicht anders als bei den Anhängern der Jim Jones-Sekte. Unsere Gesellschaft ist für spirituelle Verführung noch viel empfänglicher als die Menschen zu Hitlers Zeiten. Schuld daran ist das heutige weltweite Wiederaufleben des Mystizismus, vermischt mit Psychologie und getarnt als Hilfe zur Selbstentfaltung. Dazu gehören Praktiken wie Selbsthypnose, TM, Yoga, positives Denken, geistiges Training und vieles mehr. Eine verzweifelte Welt hält heute wieder Ausschau nach einer neuen spirituellen Führerpersönlichkeit. Hat die Menschheit aus ihren Fehlern nichts gelernt? Jesus sagt, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele irreführen. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder da ist er, so glaubt es nicht. Denn es wird mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet auftreten und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten irre zu führen. Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen, denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzeswidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.